Einen Menschen durch eine eigens hergestellte Prothese wieder auf die Beine zu bekommen, ist einer der coolsten Momente, den man in der Orthopädie-Technik erleben kann. Um das hinzukriegen, muss man aber vorher erstmal wissen, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal zusammen durch, wie man eine Unterschenkelprothese aufbaut und man somit einen Menschen wieder auf die Beine hilft. Willkommen zu diesem ersten Teil dieser dreiteiligen Serie. Bei Gottet! Heute ist nicht unser Azubi, sondern unser Geselle an der Reihe. Er hat die letzten Monate in der Orthetik gearbeitet und dort auch sein Abschlussstück gebaut. Jetzt aber raus aus der Komfortzone. Das wird die erste Unterschenkelprothese, die unser Kollege je gebaut hat. Aber Prothese ist nicht gleich Prothese. Erst sprechen wir mit dem Patienten, um herauszufinden, was er sich genau vorstellt und was seine Ansprüche sind. Unser Anwender ist rechtzeitig Unterschenkel amputiert und hatte schon mal eine Prothese. Er kommt aber das erste Mal zu uns. Bevor wir auch nur einen Finger rühren, unterhalten wir uns mit dem Anwender, was seine Erwartungen und Wünsche an die Versorgung sind. Nur vom Bett aus ein paar Meter gehen? Oder den nächsten Marathon laufen? Was sind denn die generellen Ziele einer Versorgung? Optik? Ja, das ist ein Aspekt. Prestige? Eine Wiederherstellung der Geh- und Stehfähigkeit, eine uneingeschränkte soziale Teilhabe und eine physiologische Kniefunktion. Oder anders ausgedrückt, der Anwender soll wieder laufen können, sich mit Freunden treffen und wieder was mit ihnen unternehmen können. Und das Knie auf der Prothesenseite soll normal belastet werden, damit das Knie noch lange frisch bleibt. Immer diese großen Wörter. Je nach Anspruch und Lebensstil stehen uns verschiedene Prothesenfüße zur Verfügung. Das entscheiden wir zusammen mit dem Anwender und dem Meister. Was schnell mal passieren kann, ist, dass der Techniker und der Anwender unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Ziel der Versorgung ist, wenn man sich nicht genau abspricht. Unser Geselle denkt die ganze Zeit daran, den Anwender wieder voll einsatzfähig zu machen, was ja ein super Ziel ist. Nur sind ein Sportfuß, Vakuumsystem und Skydiving nicht die Wünsche von jedermann. Unser Anwender hier hat schlechte Erinnerungen an die letzte Versorgung und hat ganz andere Pläne mit der Prothese. Also vorher unbedingt absprechen. Was helfen kann, ist den Anwender mit erfolgreich Versorgten in Kontakt zu bringen. Das kann oft Wunder bewirken. Der Mittelweg wird's. Weder Blumentopf noch Skydiving. Wenn das Ziel steht, kann's losgehen. Unser Kollege wird schon ganz nervös. Aber das kriegen wir hin. Schritt für Schritt. Na dann, auf geht's! Die paar Teile übereinander klatschen, festmachen und fertig. So viel ist da doch nicht dabei bei diesem Lego-Baukasten. Denkste, es gibt genaue Vorgaben, wie so eine Prothese aufzubauen und zu optimieren ist. Keine Sorge. Auf den ersten Blick kann das verwirrend ausschauen. Aber wenn wir das nacheinander durchgehen, ist das alles machbar. Ich habe damals noch etwas über den Prothesenaufbau gelernt bekommen, was ich gerne kurz ansprechen möchte. Damals haben wir einen Pfeil präsentiert bekommen, der aussagt, dass eine Prothese entweder sicher oder dynamisch aufgebaut werden kann. Bitte, mach das nicht. Jede, absolut jede Prothese muss sicher sein. Einen Sturz darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da kann echt was passieren. Eine sichere und dynamische Prothese sind keine Gegensätze. Das geht beides auf einmal. Also bitte merken, jede Prothese muss sicher sein. Wie gehen wir jetzt an so einen Prothesenaufbau ran? Generell ist der Aufbau in drei Schritte unterteilt. Den Werkstattaufbau, die statische Anprobe und die dynamische Anprobe. Jetzt kümmern wir uns nur um den Werkstattaufbau. Die anderen zwei Aspekte sind Teil 2 und 3 der Serie. Was versteckt sich jetzt hinter dem Begriff Werkstattaufbau? In diesem Schritt bauen wir die Prothesenteile das erste Mal nach bestimmten Vorgaben auf der Werkbank oder in einem Aufbaugerät zusammen.
Die Vorgaben sind dieselben. An sich haben wir nur eine Aufgabe, den Fuß und den Prothesenschaft in allen drei Raumebenen richtig zueinander auszurichten. Das war's. Und das Rohr in der Mitte ist erstmal für den Aufbau irrelevant. Solange alle Maße und Vorgaben eingehalten werden, kann man den Schaft und den Fuß theoretisch verbinden, wie man will. Wie wir den Fuß und den Schaft zueinander ausrichten, bestimmt später zu einem sehr großen Teil, wie sich die Prothese beim Stehen und Gehen verhält und ob das Knie physiologisch belastet wird und ob der Anwender letztendlich zufrieden ist. Wie starten wir jetzt? Wir haben zwei Informationsquellen: die individuellen Patientenmaße und die Herstellerangaben, wie wir die Prothese aufbauen sollen. Wenn ihr ein generelles Nachschlagewerk für die Prothetik sucht, das aktuelle Prothetik-Kompendium deckt so gut wie alles ab. Ihr findet den Link dazu in der Beschreibung. Generell gibt es zwei Aufbaumethoden. Ja, ich weiß. Warum nicht eine? Und gut ist? So ist es in der Orthopädie-Technik. Drei Techniker, vier Wege. Die zwei Hauptaufbaumethoden sind der deutsche und der amerikanische Aufbau. Eigentlich unterscheiden sich diese zwei hauptsächlich darin, wie der Fuß sagittal positioniert wird. Der deutsche Aufbau positioniert den Fuß zum Beispiel ein bisschen weiter ventral. Lest vorm Zusammenbauen auf alle Fälle die Beschreibung der verwendeten Passteile ganz genau durch. Also wirklich lesen. Kein AGBs überfliegen. Das heißt aber auch, dass es immer Abweichungen geben kann. Sei es von Herstellerangaben oder von Ausnahmen bei Patienten. Ich stelle euch hier einen Leitfaden vor, an dem man sich orientieren kann und der im aktuellen Prothesenkompendium empfohlen wird. Aber wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie ihr dann diese Angaben einhaltet und überprüft, ist euch überlassen. Ob ihr ein Aufbaugerät benutzt oder auf der Werkbank mit Laser und Senkblei arbeitet, ist im Prinzip egal. Dann fangen wir mal von unten an. Mit dem Fuß. Wir haben uns für einen klassischen Setch-Fuß entschieden. Den Namen hört man öfter. Schon ein richtiges Urgestein dieses Modell. Die Bezeichnung Setch steht für Solid Ankle Cushion Heel. Also übersetzt, steifes Sprunggelenk, gepolsterte Ferse. Kreativ ist es ja schon. Der Fuß hat also kein Gelenk und kein Hydraulik. Trotzdem immer noch ein sehr brauchbarer Fuß. Da der Schuh des Anwenders über einen effektiven Absatz verfügt, haben wir den zum Glück beim Scannen oder dem Gipsabdruck vorher ausgemessen. Mit einem eigenen Absatz oder der Fußplatte im Aufbaugerät stellen wir diese Höhe plus 5 mm ein. Warum das jetzt? Machen wir da jetzt High Heels draus? Nicht ganz. Wenn wir den Absatz erhöhen, bringen wir den Fuß in eine größere Plantarflexion, was den Vorfußhebel erhöht und somit kniestreckend wirkt. Das vermindert bei den ersten Gehversuchen das Sturzrisiko. Aber der Patientenschuh bleibt unverändert. Diese Einstellung nehmen wir nur beim Prothesenfuß vor. Wenn ihr gerade nur Bahnhof verstanden habt, könnt ihr euch hier das Thema Gelenkmomente ganz gemütlich erklären lassen. Das war der erste Aufbauschritt. Ist wie ein Kochrezept. Zur Überprüfung brauchen wir jetzt unseren Laser oder das Lot. Das richten wir mal auf den Fuß. Das muss jetzt nämlich beim deutschen Aufbau 3 cm hinter der Fußmitte verlaufen. Und im amerikanischen zwischen dem hinteren und mittleren Fußdrittel. Einfach ausmessen und anzeichnen. Der Laser bleibt jetzt immer an der gleichen Position. Daran orientieren wir uns. Und schaut drauf, dass der Laser auch wirklich gerade ist. Ja, auch das kann mal passieren. Sagittal haben wir den Fuß fertig ausgerichtet. Dann schauen wir mal von frontal drauf. Hier muss das Lot zwischen die erste und die zweite Zehe fallen und der Fuß ca. 5 bis 7 Grad nach außen rotiert sein. So wie bei den meisten Menschen. Den Fuß kann man über mehrere Drehpunkte nach außen drehen. Haltet am besten euren Finger auf den Adapter und dreht dann den Fuß. So dreht ihr den Fuß mittig. Fertig. Dann eine Etage weiter. Die Höhe der Prothese. Um die richtig einzustellen, nehmen wir unser Gelenkspaltbodenmaß aus dem Maßzettel.
Messt hier am besten vom Absatz aus. Da müsst ihr nicht mit den zusätzlichen 5 mm rumrechnen. Wenn ihr euch den Gelenkspalt vom Gipsmodell auf den Schaft übertragen habt, ist es ganz leicht. Als Daumenregel kann man sich auch an der Unterkante der Patella orientieren. Man kann das Prothesenbein auch 5 bis 10 mm kürzer lassen, als es das Maß vorgibt, um den Anwender mehr Bodenfreiheit in der Schwungphase zu geben. Sprecht das mit eurem Meister ab. Um die richtige Höhe hinzukriegen, muss man manchmal das Rohr absägen, wenn man es nicht richtig einstellen kann. Aber meistens habt ihr irgendwo ein passendes und ihr könnt mit dem Adapter die Höhe auch noch einstellen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr zuerst die Stellung des Schaftes oder die Höhe der Prothese einstellen wollt. Wie immer gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Schaft draufklatschen und fertig. Nicht ganz. Auch hier gibt's genaue Vorgaben. Um den Schaft richtig einstellen zu können, zeichnen wir uns sagittal und frontal jeweils die Mitte an. Mit einer 50-50 Lehre geht das ganz leicht. Schaut aber drauf, dass die Lehre nicht verkippt ist. Circa 2 cm über den Gelenkspalt markieren wir uns sagittal auf dieser Linie jetzt einen Punkt. Das ist der Kompromissdrehpunkt des Knies. An dieser Achse kippen wir gleich den Schaft. Das heißt, durch diesen Punkt muss auch das Laserlot durchgehen. Und so soll es sein. Eine leichte Flexionsstellung. Wenn euer Anwender keine Kontraktur hat, stellt er den Schaft in 5 Grad Flexion ein. Bei einer Kontraktur rechnet er meistens 5 Grad nochmal dazu. Bei starken Kontrakturen kann man die auch manchmal weglassen. Ausnahmen gibt's immer. Sagittal sind wir fertig. Dann nun zum Endspurt. Frontal haben wir uns vorhin auch die Schaftmitte angezeichnet. Die dient wie vorhin als Orientierung für die frontale Ausrichtung. Generell soll man hier den Schaft physiologisch aufbauen. Also keine Rumrechnerei. Einfach so, wie der Patient steht. Dabei gibt's viele Wege. Man kann sich mit einem Goniometer die Stellung beim Patienten ausmessen oder andere Methoden anwenden. Hauptsache physiologisch. Dabei können kurze Unterschenkelstümpfe abduziert und längere adduziert aussehen. Die gebogene Form des Unterschenkels kann einen da leicht in die Irre führen. In der Medial-Lateral-Ausrichtung soll das Lot an der lateralen Patellakante entlanglaufen. Und in der Transversalebene soll der Schaft genau in Laufrichtung zeigen. Die dorsale Anlage in der Kniebeuge kann man gut als Orientierung nutzen. Die steht oft 90 Grad zur Laufrichtung. Hier auch wieder so physiologisch wie möglich. Wenn es im Werkstattaufbau nicht ganz genau passt, sieht man das später bei der statischen und dynamischen Anprobe. Seid hier so genau wie möglich. So erspart ihr euch später viel Stress und Arbeit. Das war's auch schon. So baut man eine Unterschenkelprothese auf. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Schluss befestigt ihr den Schaft je nach Vorgehen am Anker. Und vergesst nicht, die Schrauben zu sichern. Das ist vor allem bei einer Prüfung oder bei den ersten echten Gehversuchen echt wichtig. Schaut für euch die Prothese von vorne nicht auch ein bisschen schief aus? Man könnte meinen, dass der Fuß zu weit außen ist. Schaut irgendwie komisch aus. Das hat einen Grund, warum der da hingehört. Schauen wir uns mal den frontalen Bogendilatationskraftverlauf bei unserem Kollegen an. Wie man sehen kann, verläuft diese schräg. Das liegt daran, dass wir auf beiden Beinen stehen und je ein Bein den Schwerpunkt auf die andere Seite drückt. Die Prothese folgt frontal diesem Verlauf. Wenn man den Fuß genau in diesem Verlauf platziert, wird dieser mittiger belastet. Ein falsch platzierter Fuß würde das Knie unphysiologisch belasten. Bei einem zu weit medial platzierten Fuß würden auf das Knie zu starke Varusmomente wirken. Bei einem zu weit lateral eingebauten Fuß sogar Valgusmomente, auf die der Körper nicht gut adaptiert ist. Der Tractus iliotibialis ist ein Spezialist darin, Varusmomente aufzunehmen. In einer richtigen Dosis natürlich. Aus Studien weiß man ganz genau, welche Momente frontal wirken müssen, damit das Knie richtig belastet wird. Und das Gleiche wollen wir auch mit einem Prothesenaufbau erreichen. Noch eine kleine Anmerkung. Eine richtig aufgebaute Unterschenkelprothese
muss nicht von alleine stehen können. Das ist kein Qualitätsmerkmal einer guten Prothese. Wie ihr hier seht, würden diese zwei Prachtstücke nach medial umfallen. Der erste Schritt zur fertigen Unterschenkelprothese ist getan. Oft wird der Werkstattaufbau in praktischen Prüfungen verlangt. Schaut euch deshalb bitte vorher genau an, was die Herstellerangaben sind. Die können abweichen. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Tipps. Wenn ihr das alles getan habt, steht der ersten statischen Anprobe nichts mehr im Weg. Und ihr habt die ersten Schritte hinter euch, eine Fähigkeit zu erlernen, einen Menschen wieder auf die Beine bringen zu können. Wir treffen uns in der Anprobe. Ich bereite währenddessen noch alles vor. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich zur nächsten Folge. Bei Gottet!